Im Münchner NSU-Prozess gegen Beate Zschäpe und vier mutmaßliche Helfer des nationalsozialistischen Untergrunds haben die Anwälte Freispruch für ihre Mandantin gefordert. Beate Zschäpe habe nicht an den Taten mitgewirkt, sie sei nicht mal in der Nähe der Tatorte gewesen und habe die Taten auch nicht vom Küchentisch gesteuert. Anwalt Wolfgang Heer: Frau Zschäpe ist keine Terroristin, sie ist freizusprechen und unverzüglich freizulassen. Zschäpe sei lediglich wegen einfacher Brandstiftung zu verurteilen. Mehr ist nicht übrig geblieben von der Anklage, so Heer. Zschäpe ist in dem Mammutprozess vor dem Oberlandesgericht München die Hauptangeklagte. Sie hat eingestanden, fast 14 Jahre mit den beiden Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt im Untergrund gelebt zu haben. In dieser Zeit sollen Mundlos und Böhnhardt 10 Menschen in ganz Deutschland ermordet haben. 9 der Opfer waren türkisch- und griechischstämmige Zuwanderer, eines eine Polizistin. Die Motive waren Fremdenhass und Hass auf den Staat. Die Bundesanwaltschaft hat in ihrer 488 Seiten umfassenden Anklageschrift lebenslange Haft für Zschäpe beantragt. Der Mammutprozess begann am 6. Mai 2013. Zschäpe ist wegen Mittäterschaft an sämtlichen Verbrechen des nationalsozialistischen Untergrunds angeklagt, wozu vor allem die 9 rassistisch motivierten Zeska-Morde und die Ermordung der Heilbronner Polizistin Michele Kiesewetter zählen. Zschäpes Verteidiger Wolfgang Stahl, Wolfgang Heer und Anja Sturm, VRNL. Sie fordern Freispruch für ihre Mandantin. Foto, Matthias Schrade, AP Foto, Deutsche Presseagentur.